herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs nach so langer Zeit. Ja, ich weiß, Asche auf mein Haupt, ich habe mir sehr viel Zeit gelassen für die nächste Folge oder für diese Folge. Nun, Gründe gibt es auch. Ich hatte mal wieder hier Systemprobleme gehabt. Und also jetzt speziell für dieses Spiel. Und parallel habe ich jetzt noch ein neues Spiel, welches vor einiger Zeit herausgekommen ist. Und zwar Gothic Nacht des Raben in der Nostalgic Edition. Da könnt ihr auch ganz gerne in den Let's Plays gucken. Und würde mich freuen. Ja, wir machen natürlich weiter. Und zwar an der Stelle, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und zwar gilt es jetzt noch ein paar Banditen hier wegzunatzen. Ja, ihr seht, jetzt ist es taghell. Warum ist das so? Das liegt einfach daran, weil ich mir nämlich ganz viele Feuerpfeile noch zwischendurch gekauft habe bei Seiyan. Und ja, damit ich hier diese schwierigen Banditen oder Schmuggler angrillen kann. Ne? Ich grill jetzt mal diesen Schmuggler an. Ich weiß nicht, was passiert. Ich hatte es öfter versucht, ist aber meistens in eine Buchse gegangen. Aber jetzt starten wir mit Angrillen eines Schmugglers. Okay, viel Spaß. Jetzt bist du dran. Auf jeden Fall erstmal aufpassen, dass... Oh, seht ihr, wie hier die mit Feuerfeilen hier... Feuerfeilen. Ich hätte ja mit Feuerfeilen geschossen. Nein, aber da oben ist einer. Oh Gott. Also einer ist schon mal losgelaufen. Der andere steht hier noch Spalier. Das ist natürlich jetzt eine gute Gelegenheit, da mal so eine... Wo ist jetzt hier meine Feuernessel? Heilwurzel, Heiter, ist weiter unten. Was? Feuerkraut? Feuernessel? Ja. So. Damit ich nämlich weiter grillen kann. Oh, der steht ja immer noch da. Ah, er ist verbrutzelt. Das ist gut. Der andere Schmuggler, oh, der ist immer noch im Feuer. Ich dachte, der wäre jetzt weitergegangen. Wieso steht denn der eine da noch? So in Schockstarre. Also der linke. Ja. Lustig. Nee, nicht. Nein, auch nicht. Ich bin auch sowas von durcheinander jetzt. Hoffentlich bleibt das jetzt auch so. Oh, der Schmuggler hat mich wieder erspäht. Der Baum ist der einzige Schutz, den man nehmen kann. Oh, Alter. Ist ja wie bei Space Invaders hier. Oh, er brennt an. Er grillt an. Mein Gott. Jetzt noch eine schöne Marinade drüber. Ah, ja, sehr schön. Ah, ich muss noch mal Feuernessel essen. Also wirklich eine spannende Geschichte hier. Extra für euch gemacht. Ich werde es noch mal hier mit Feuer verheilen. Ich glaube, ich speichere mal lieber. einer ist ja schon hin. So. Alter, der hat mich getroffen. Der hat mich getroffen. Und der ist auch weg, der mich getroffen hat. Oh, okay, das wäre schon mal. Das wäre schon mal das. Na, super geil. Ach, ich habe so viele Tränke. Ich kann auch mal was trinken. Hilfe, Hilfe. Also habe ich die beiden Schmuggler schon mal ausgemerzt. Trotzdem gucken, ob da irgendwo in der Ecke noch was ist. Der bleibt noch lustig stehen da hinten. Irgendwie hier in der Nähe? Ho, ho, ho. Nein, nicht mehr. Okay, dann lass uns mal hier runtergehen. Vorsichtig scouten. Nicht irgendwie hier um Eck. Ums Eck einer lauert. Wie es aussieht, nicht. Die dramatische Musik ist geendet. Oh, da ist einer. Kacke. Oh, weia. Shit. Dann kann ich ihn nur mit Nahkampf irgendwie. Bin er nicht so... Er ist stärker als ich. Hat er mehr Kraft? Ja, er hat sie. Da wir ja hier wissen, dass da einer noch auf uns wartet, hier am Felsen. Ich weiß nicht, ich habe neu eingeladen. Vielleicht steht er da nicht mehr. Man weiß es ja nicht. Das Spiel kann ja so oder so laufen. Und vorsichtig, Lunzen, um eine Ecke. Da ist keiner mehr, da hinten ist einer. Und so wie es aussieht,
Wieso ist denn da hinten einer? Das war der dritte. Der hat sich wieder an seinem Ausgangspunkt. Ja, die anderen beiden. Moment, ich hatte doch zwei kaputt gemacht. Wieso liegt da nur einer? Und wieder Fragen über Fragen. Jetzt bist du dran. So, immer schön in Bewegung bleiben. Genau richtig. Ach, das müsste eigentlich klappen. Es hat geklappt. Wow. Okay. Nagelknüppel, Schmuggler. Was gibt's? Apfel, Wacholder, Goldbrocken und Sumpfkraut. Ach, ihr Kiffer, ihr. So. Pfeil, Bogen. Was hat er denn? Degen, grobes Kurzschwert, 16 Pfeile und auch ein paar Klamotten. Ja. Da frage ich mich jetzt, es waren noch insgesamt drei hier in der Ecke. Wo ist der dritte? Wo ist der dritte? Der ist weg. Einen schwebenden Blauflieder. Ja, es ist anders, als man denkt. Hier ist nochmal ein Pfeil. Hier ist nochmal ein Jagdbogen. Vielleicht ist er ja unsichtbar. Kann sein, dass er unsichtbar ist. Werden wir mal speichern. Und nochmal laden. Denn es kann ja dem Renderer geschuldet sein, dass dann die Sachen irgendwie unsichtbar sind. Und nach dem Speichern und Laden werden sie wieder erscheinen. Meistens ist aber hier nicht der Fall. Why denn that? Warum? Gut, okay, das sind jetzt die hinteren Schmuggler, die ich jetzt mal hier eliminiert habe. Und es gibt ja noch welche hier in dieser... Ach, hier ist der dritte. Okay, ich habe mich vertan. Oder ich habe ihn übersehen, ganz einfach. Was gibt es denn hier noch Leckeres? Kurzschwertpfeile. Dum, dum, dum. Und auch wieder schöne Dietrich hier. Ja. Also ergo, nochmal speichern. Am liebsten auf dem anderen Platz. Und da hinten ist eine Leiter. Und normalerweise, wenn mich nicht alles irrt... Ich mach dich fertig! Genau, kommt der Stone wieder runter. Jetzt lustigerweise da wohl hängen bleibt. Also es ist schön, dass es so ein bisschen so ein paar Fehler gibt, KI-Fehler. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich jetzt Feuerpfeil nehme und ich keinen Mana habe, dass ich aber trotzdem mal hier ein Mana-Tränkchen nehme. Und wieder mal hoch. Darauf hoffe, dass er... Ja, ist immer noch dabei, also... Hier rauf. So, Feuerpfeil. Oho. Was trinken? Nein. Komisch, dass er immer den letzten Zauber nicht nimmt. Jawohl. Ach, das ist gut. Ja, es wird Frühling. Man kann wieder angrillen. Aber am besten tierisches Fleisch und kein menschliches Fleisch. Ja, der Herr Stone. Was haben wir denn hier? Käse. Brief an Stone. Schmugglerschlüssel Athanos. Alte Münze. Och, da sind schöne Sachen. Gucken, was hier im Schriftstück steht. Also in dem Schmugglerbrief. Ich habe ja so viele Sachen hier. Erpresserbrief. Ja, das war ja der für mich. Eine südländische Verteidigung. So, Schmähzettel. Eins. Brief an Stone. Lass uns mal lesen. Hallo Stone, in nächster Zeit warten wieder einige Waffen auf dich, die du nach Myrtana schmuggeln kannst. Ortega wird eine Menge zahlen. Warte in der Goblinhöhle. Ich werde dann meinen Boten zu dir senden. Bud. Wer immer dieser ominöse Bud ist. Yeah, gucken. Was war denn das jetzt für ein Eintrag? Verschwundene Waffen? Ich habe dem toten Stone einen Brief gefunden, der mir ein paar wertvolle Hinweise gibt. Der Verfasser des Briefes will seinen Boten in die Höhle auf den Goblinberg senden. Ah, kennen wir das nicht? Nee, auf den Goblinberg? Um dort Stone zu treffen. Der Name des Verfassers ist ein gewisser Bud. Wo habe ich diesen Namen schon einmal gehört? Ja, wo haben wir den Namen denn gehört? Also ich kann mich nicht mehr entsinnen. Speichern wir mal. Und gucken mal weiter, ob es hier noch was gibt. Nee, er ist nur hier. Ja, ich glaube, ich kann runterspringen. Genau, richtig. Hier habe ich ja Akrobatik. Schön.
dann werden wir mal überlegen, wo wir diesen Bad finden können. So, ergo, wir teleportieren uns zur Burg. Den Stone. Nee, Quatsch. Ja, der ist jetzt tot. Wir werden jetzt zu Kuno mal hin. Weil er hat sich ja beschwert über gestohlene Waffen. Vielleicht kann er mir noch was sagen oder vielleicht gibt es da noch weitere Hinweise. Oder weil ich habe nämlich noch... Ich habe diesen Brief einem toten Schmuggler abgenommen. Yes. Interessant. Den solltest du unbedingt Herbrand zeigen. Das werden wir auch machen. Na also, es geht doch weiter. Oh, ist das gut. Herbrand ist ja meistens draußen an der Burgmauer, hier bei seiner Gruppe. Die ja schöne sportliche Übungen mit dem Schwert machen. Und sich auf die großen, auf die große Überfahrt vorbereiten. Jawohl. Herbrand, hallo. Ich habe diesen Brief einem toten Schmuggler abgenommen. Gute Arbeit. Jetzt wissen wir zumindest mehr. Naja, nicht wirklich. Wer ist zum Beispiel dieser Bud? Also, meiner Meinung nach kann das nur unser Gefangener sein, der unten im Kerker schmachtet. Ja, jetzt erinnere ich mich, wo ich diesen Namen schon mal gehört habe. Der Gefangene heißt tatsächlich Bud. Wie soll aber der Bursche als Sträfling Waffen aus der Burg stehlen? Nun, in dem Brief stand doch etwas von einem Boten. Er muss also einen Verbündeten haben, mit dem er regelmäßig verkehrt. Dieser wird wahrscheinlich auch die Waffen aus der Burg geschafft haben. Stimmt. Aber das kann doch nur einer sein. Nämlich der Kerkermeister Raimund. Das ist richtig. Es fällt mir zwar schwer, dies zu glauben, aber es scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Trotzdem solltest du nicht voreilig handeln. Rede erst mit den beiden. Vielleicht gelangst du noch in den Besitz von eindeutigen Beweisen. Nimm auf jeden Fall den Verräter erst fest, wenn du ihn überführt hast. Oh. Jetzt kommt die Frage, wer ist eigentlich Ortega? Okay. Wer ist eigentlich dieser Ortega? Nun, ich kann mich irren, glaube aber zu wissen, wen die Schmuggler meinen. Auf dem Festland gibt es eine Bande von Banditen, die das gesamte östliche Küstengebiet von Myrtana kontrollieren. Der Anführer dieser Sträuche ist ein gewisser Ortega. Anscheinend benötigen die Kerle neue Waffen. Da die Orks das ganze Land beherrschen, sind Waffen auf dem Festland nicht mehr so leicht zu beschaffen. Daher hat man wohl entschlossen, diese bei uns zu holen. Nun, dann wäre jetzt zumindest klar, warum die Waffen geraubt wurden. Da die Kerle vom Festland kommen, das nur wenige Seemeilen von uns entfernt ist, müssen sie mit einem Schiff oder Booten gekommen sein. Suche diese Boote. Dann werden wir vielleicht auch einige unserer Waffen wiederbekommen. Bei dem letzten Diebstahl wurden uns auch 3 Paladin-Schwerter gestohlen, die wir unbedingt wiederhaben müssen. Finde sie und bring sie uns zurück. Ja. Das ist gut, dass wir das schon im Vorfeld gemacht haben. Ich habe die Schmugglerschiffe entdeckt und die Waffen gefunden. Viele Waffen waren in einer Höhle versteckt. Die meisten aber fand ich bei den Booten. Gut, unsere Männer werden sie so bald wie möglich holen. Hast du auch die 3 Paladin-Schwerter? Ja, hier sind sie. Sehr gut. Damit wäre der Waffenschmuggel erstmal unterbunden. Ja, jetzt habe ich die Aufgabe mit den verschwundenen Waffen gelöst. Ich habe die Aufgabe mit den verschwundenen Waffen gelöst. Das ist richtig. Ich kann aber deine Prüfung nur als bestanden ansehen, wenn du auch den Verräter findest. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, das heißt also, wir müssen unten in den Knast. So, dann wollen wir erstmal vorsichtig mit den beiden reden, also mit Raimund und Bud. Hier ist Raimund zum Beispiel. Und das ist der Herr Bud. Richtig. Ja, der ist aber ziemlich dünn. Also ich kenne ihn aus seinen Filmen, zum Beispiel 4 Fäuste für ein Halleluja, ein bisschen anders. Vollbart hat er auch nicht. Hallo, darf ich dich was fragen? Nee, darfst du nicht. Und nun lass mich in Ruhe, verstanden? Ich wollte nur wissen. Ich weiß nichts, hab nichts gesehen und hab nichts zu gestehen, kapiert? Naja, der hält sich erstmal bedeckt. Mal gucken, was Raimund sagt. Na, Raimund, was macht dein Gefangener? Na, was soll er schon machen? Er sitzt da und starrt die Gitterstäbe an. Wird noch eine Weile dauern, bis er seine Zelle verlassen darf. Ja, dann versuchen wir mal diese Option. Kannst du mir etwas über deinen Gefangenen sagen? Klar, und was willst du wissen, Roland? Wer ist der Typ und warum wurde er eingebuchtet?
Wie kommt es, dass dich so plötzlich interessiert? Der Bursche steckt doch schon über ein Jahr in seiner Zelle, ohne dass du es wissen wolltest. Mich interessiert es nun mal jetzt. Also, was ist? Von mir aus, der Kerl heißt Bud und sitzt, weil er geschmuggelt hat. Was hat er denn so geschmuggelt? Alles. Einfach alles, sag ich dir. Sumpfkraut, Waffen, wertvolle Waren und noch vieles mehr. So viel ich mich erinnern kann, wurde er euch doch vom Festland gebracht. Ja, das stimmt. Seine Verbrechen hat er alle in Myrtana verübt. Er gehört einer Bande an. Der Name des Anführers war... Ja, wie war er denn nochmal? Sowas. Mir fällt der Name nicht ein. Hieß er vielleicht Stone? Stone? Nein, das war er nicht. Oder Ortega? Ortega? Ja, das war es. Es war ein großes Tier auf dem Festland. Aber wieso fragst du? Weil ich mal deinen Gefangenen verhören will. Anordnung von Herbrand. Von Herbrand? Na, sag das doch gleich. Natürlich kannst du ihn verhören. Doch ich glaub nicht, dass das was bringt. Der Typ ist stumm wie ein Fisch. Aha, aha, aha. Dann versuchen wir es halt nochmal, ihn zu verhören. Erinnert sich ja was? Du heißt Bud? Wer will das wissen? Ich will das wissen. Oder hast du keinen Mumm, deinen Namen zu nennen? Keinen Mumm? Ich zeig dir, wie viel Mumm ich habe, du aufgeblasener Zinnsoldat. Ich heiße Bud. Wenn du lesen könntest, dann würdest du meinen Namen auch in meiner Prozessakte finden. Und das war auch schon alles, was du aus mir herausbekommst. Aha. Bist wohl ein ganz harter Knochen, was? Der bin ich, Mann. Und nun mach, dass du wegkommst. Langsam fängst du mich an zu nerven. Ach, fang ich schon an zu nerven? Ich dachte, du bist ein ganz harter. War wohl nichts, was? Hey, Kerkermeister, kannst du diesen Typen nicht endlich abstellen? Ich will endlich meine Ruhe haben. Jetzt fang mal nicht gleich an zu weinen. Ich habe etwas, was dir gehört. Was mir gehört? Was ist es denn, du Schlauberger? Ein Brief, den du an deinen lieben Freund Stone geschrieben hast. Wie? Was sagst du da? Einen Brief an Stone? Hey, du willst mich doch wohl auf den Arm nehmen, was? Hab ich wirklich nicht vor. Da, du kannst den Wisch haben. Ich brauche ihn sowieso nicht mehr. Verdammt, das ist ja tatsächlich... Ja. Weiß jetzt nicht. Mal lieber sicherheitshalber noch ein Speicherstand. Tja, da bleibt dir die Spucke weg, wie? Ich will dir nur noch sagen, dass du deinen Kumpel Stone nicht mehr weiterhelfen kann. Stone? Wieso, was ist mit ihm? Verrate ich nicht. Wenn du es genau wissen willst, musst du schon selber in die Höhle gehen, wo ich ihn getroffen habe. In der Höhle? Ja, in der Höhle. Tja, ich denke, dass dir nun niemand mehr helfen kann, irgendwelche Waffen aus der Burg zu schmuggeln. Aber jetzt habe ich keine Lust mehr, mich mit dir zu unterhalten. Du kannst jetzt in Ruhe über das nachdenken, was ich dir gesagt habe. Ein paar Jahre wirst du ja wohl noch absitzen müssen. Jetzt weiß ich auch, was mit der Goblin-Höhle gemeint ist. Da war ich ja vorhin und habe Stone erledigt. Ja, hey, wir sind weitergekommen. Raimund, hey du! Nochmal was fragen? Nö, ist nicht. Was steht in unserem Logbuch, der Verräter? So, ich nehme an, dass dieser Bot so schnell wie möglich versuchen wird zu fliehen. Er wird daher wahrscheinlich seinen Komplizen nachts zu dem Waffenversteck in der kleinen Höhle des Goblinberges senden, um nachzuprüfen, ob ich die Wahrheit gesagt habe. Dort werde ich dem Verräter auflauern und wenn ich die ganze Nacht auf ihn warten muss, ich denke aber mal, dass der Verräter erst spät in der Nacht unterwegs sein wird. Irgendwie sagt mir das Gefühl, dass ich mich erst um 3 Uhr nachts auf dem Weg machen sollte. Zuvor aber sollte ich Herbern unbedingt Bescheid geben. Vielleicht hat er ja noch einen wertvollen Rat für mich. Ja, perfekt. Bobby, komm. Quatsch mit mir. Ich glaube, dass ich den Verräter bald überführen werde. Wirklich? Das wäre großartig. Aber wie willst du das anfangen? Ich habe Bud gesagt, dass ich Stones Versteck in der Höhle gefunden habe. Raimund hat das alles mit angehört. Ich vermute daher, dass der Verräter heute Nacht zur Höhle gehen wird, um nachzusehen, was los ist.
Eine gute Idee. Doch vielleicht entkommt der Verräter, bevor du ihn genau erkennen kannst. Geh daher zu Flint, der nachts am Tor wieder Wache hat. Bitte ihn darauf zu achten, wer außer dir noch in der Nacht die Burg verlässt. Dann wissen wir auf jeden Fall, ob Raimund oder ein anderer der Verräter ist. Soll ich Flint in unseren Plan einweihen? Besser nicht. Wir wollen nicht mehr Leute einweihen, als nötig sind. Erzähl ihm daher irgendeine Geschichte. Ja, so mag ich es. So mag ich es und so motiviert sich das auch wieder. Ich weiß, hier geht's zum Garten runter. Da will ich aber nicht hin. Weil ich möchte bis Mitternacht schlafen, weil ja Flint Wache hält. Ich würde ihn da mal anquatschen. So, genau, richtig. Ein Bettchen. Und bis Mitternacht schlafen. Raus aus meinem Bett! Ja, ist ja gut. Ich habe lange nicht mehr gehört, den Spruch. So, da, da. Und hier haben wir den Flint ja schon. Hey du! Könntest du mir heute Nacht einen Gefallen tun, Flint? Na klar, Mann. Hast wohl wieder einen Nachtdienst aufgebrummt bekommen und willst ihn nun mit mir tauschen, was? Kein Problem. Für einen guten Kameraden macht der alte Flint doch alles. Nein, es geht um etwas anderes. Ich will in der Nacht die Burg verlassen und wollte... So? In der Nacht? Na sag schon, mit wem willst du dich treffen? Vielleicht mit einem Mädchen? Viel Auswahl gibt es ja nicht auf Athanos. Also, wer ist es? Nun, das wird nicht verraten. Ich habe nur eine Bitte. Könntest du darauf Acht geben, ob jemand nach mir die Burg verlässt? Kann ich schon machen, Roland. Hast du denn einen besonderen Grund, mich darum zu bitten? Nein, ich möchte einfach nicht, dass mir jemand nachspioniert. Das ist alles. Geht in Ordnung, Roland. Wenn jemand geht, sage ich dir am nächsten Morgen Bescheid. Versprochen. Okay. Ich säckel. Ja, ja. Nee, nee. Gehen wir mal zum Dorf. Wahrscheinlich mache ich das jetzt auch relativ unkonventionelle Art und Weise. Ja, Johann, grüß dich. Verdammt, was ist los? Ja, du, ich will eigentlich in deinem Bettchen schlafen. Und zwar bis Mitternacht. Und dann wieder zur Burg rüber. Alles gut. Ach ja. Okay, muss man ein bisschen tricksen an der Stelle. So, ich habe ja die Burg verlassen. Flint, wer hat nach mir die Burg verlassen? Bitte sag es mir. Nicht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, schauen wir nochmal ins Logbuch unter Verräter. Aha. Also müsste ich den Verräter zuerst stellen. Bei der Waffenhöhle auf dem Goblinberg. Naja, gut, okay. Dann machen wir das auch. Ja, schön. Ich werde es raffen und dann sehen wir uns an der Goblinhöhle weiter. So, jetzt steigen wir hier mal Leiter hinauf. Genau, richtig. Hier ist ja der Stone. Nee. Hier geht's natürlich auf die andere Seite. Also gibt's hier leider keine Übernachtungsmöglichkeit. Das ist doof. Das heißt, muss erstmal warten bis 3 Uhr. Na super, klasse. Okay, dann werden wir das hier mal raffen an der Stelle. So, jetzt ist es 3 Uhr in der Nacht. Sehr schön. Gucken wir mal, ob wir mit unserem Bogen den Verräter scouten können. Vielleicht nähert er sich irgendwo hier. Er müsste ja aus einer der Richtungen kommen. Entweder hier. Oder er geht erst um 3 Uhr los von der Burg aus. Kann natürlich auch sein. Das wissen wir nicht. Ach, da kommt einer. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Oh weia. Wer ist das?
Nein, das gibt es doch nicht. Du bist also der Verräter Flint. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Tja, Mann, so kann man sich in einem Menschen täuschen. Du bist mir genauso wie alle anderen Dummköpfe auf den Leim gegangen. Sieht so aus. Aber eins verstehe ich nicht. Wie konntest du mit Bud in Verbindung treten? Ich hatte stets Raimund im Verdacht, der Verräter zu sein, weil er doch der Einzige ist, der mit dem Gefangenen Kontakt hat. Tja, das habe ich ganz schön schlau eingefädelt. Ich habe stets für den Koch Jonathan das Essen zu dem Gefangenen gebracht. In den Speisen hatte ich dann stets eine Botschaft für Bud versteckt. Umgekehrt wurde ich dann informiert, wenn ich später das leere Geschirr von ihm wieder abgeholt habe. Bud hat dann seinen Zettel in den leeren Wasserkrug gelegt. Kontrolliert wurde das von Raimund nie. Schlau, was? Ganz schön gerissen. Aber sag mir noch, warum du das getan hast, Flint? Warum hintergehst du deine Kameraden? Na, warum wohl? Wegen der Kohle, Mann. Als Soldat riskiere ich ein Leben lang meinen Hals für den König. Und wozu? Um mir jeden Monat meinen kleinen, lumpigen Sold abzuholen. Doch das sollte jetzt anders werden. Verstehe. Du wolltest das große Geld machen. Ja, das wollte ich. Und ich hätte es auch geschafft, wenn du mir jetzt nicht in die Quere gekommen wärst. Hätte mich ein anderer entdeckt, würde ich versuchen, diesen zu überreden, bei uns mitzumachen. Aber ich kenne dich viel zu gut. Du willst ja schließlich Paladin werden. Das heißt, dass du dem König unbedingt die Treue halten wirst. Ja, du hast recht. Ich habe nicht vor, mit dir gemeinsame Sache zu machen. Darum rate ich dir, dich mir zu ergeben. Vergiss es, Roland. Nur einer von uns wird morgen früh zur Burg zurückkehren. Und das wirst nicht du sein. Ich mach dich fertig. Alter, was hat der vor? Scheiße. Der will mich natzen. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich wollte noch abspeichern. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja! Ja, lauf, so kann du. So gut du kannst. Ja, an der Stelle mal bitte abspeichern. So, genügend Abstand haben wir jetzt zum Flint. Und da ich noch nicht so kräftig bin und ihn mit einer Einhandwaffe umnieten kann, möchte ich ihn als allererstes mal angrillen. Und zwar mit dem Feuerpfeil. Und stopp. hier muss ich ein kleines Update bringen. Und zwar kommt es in so einer Situation drauf an, wie man mit Flint verfährt. Ein Fehler ist es, ihn anzugreifen, bevor er die Waffe gezogen hat. Also, er muss dich erst entdecken, dann seine Waffe ziehen und dann funktioniert die Quest wieder weiter. Wenn ich ihn allerdings vorher umniete, dann bleibt die Quest hängen und man kann ihn nicht in den Kerker bringen. So, das hatte ich nämlich 2-3 Mal ausprobiert und denke, woran liegt das wohl? Aber das gute, liebe Forum hat mir geholfen. Danke an Black Pirate nochmal. Und beziehungsweise ich bin auch selber drauf gekommen und habe das dann auch dort geschrieben, wie es jetzt zu tun ist. Also, Achtung! Also, Flint muss mich als allererstes entdecken. So, na, nicht so weit ran. Hallo, du sollst mich entdecken. Jetzt kriege ich dich aber. So, Schwächen. So, dann kann ich mein Schwert ziehen. Dann hoffe ich, dass ich mit einem Schlag richtig ihn niedermetzle. Und das habe ich auch geschafft. Ja. Und das grobe Breitschwert werde ich auch nochmal aufnehmen. So, und als ich ihn vorher angegriffen habe, kam dann, du blöder Mistkerl, du brutaler Mistkerl, und dann kam gar nichts. Oh Mann, mein Kopf. So, und jetzt trinkt er ein bisschen was, ich spreche ihn an. Und jetzt komm mit. Jetzt klappt's. Und jetzt komm, Flint. Der Kerker wartet schon auf dich. Ha! Wenn du denkst, dass ich freiwillig in den Knast gehe, hast du dich getäuscht. Dafür musst du mich erst einmal haben. Okay. Oh, also muss ich auch noch hinter ihm her. Na, super geil. Warte mal. Okay. Schluss jetzt. Du folgst mir jetzt ohne Widerrede in die Burg. Und versuche ja nicht wieder zu entfliehen. Sonst werde ich nicht mehr so gnädig mit dir sein. Ja, schon gut. Flint weiß, wann er verloren hat.
Das nächste Mal werden wir ja sehen. Okay, jetzt haben wir die Verfolgungsoption drin. Ja, so läuft das. Also, wir werden ihn jetzt zum Kerker bringen und das werde ich dann auch an dieser Stelle raffen. Jetzt geht's in den Kerker mit Flint. So, Flint, hier geht's in den Kerker. Hinter Gittern, ist das klar? So, zack. Mal gucken. Hier bleiben. So, da sind wir. So, da sind wir. Ich denke, das hier wird erstmal dein Heim für die nächsten Jahre werden. Mistkerl, eines Tages werde ich dir das Heim zahlen. Ja, ja, träum schön weiter. Sehr schön. So, Klappe zu. Ja, jetzt. Okay. So, Raimund. Nochmal vielleicht was. Was soll das denn? Warum steckst du Flint hinter Gittern? Das werde ich dir sofort sagen. Flint hat gemeinsame Sache mit den Waffenschmugglern gemacht. Dein Gefangener Bud hat von seiner Zelle aus die ganze Schmuggelei geleitet und Flint als Kurier benutzt, damit dieser mit Buds Komplizen Kontakt aufnimmt. Tja, zuerst hatten wir ja dich in Verdacht, der Verräter zu sein. Aber dann... Hey, Moment mal, Roland. Das geht mir zu schnell. Das musst du mir jetzt genauer erklären. Nee, Raimund, keine Zeit. Das lass dir mal alles schön von Herbrand erzählen. Na, klasse. Okay. Damit hätten wir Flint hinter Gittern gebracht. Dann werde ich mal... Soll ich Herbrand davon mal erzählen? Okay. Ich habe den Verräter überführt. Es war Flint. Flint? Tja, das ist wirklich eine Überraschung. Doch wie kam er mit dem Sträfling Bud in Kontakt? Ganz einfach. Die Botschaften, die er mit dem Gefangenen ausgetauscht hatte, waren im Essen versteckt gewesen. Na, dann ist alles klar. Ich gebe dir nun den Befehl, den Verräter festzunehmen und in den Kerker zu schaffen. Danach kommst du wieder zu mir. Ja, das haben wir ja gemacht. Er ist ja jetzt im Kerker. Ich habe Flint gefangen genommen und in den Kerker gebracht. Sehr gut. Dann haben wir diese üble Geschichte endlich hinter uns gebracht. Jetzt mal gucken. Ich habe die Aufgabe mit den verschwundenen Waffen gelöst. Das ist richtig. Ich kann aber deine Prüfung nur als bestanden ansehen, wenn du auch den Verräter findest. Ja, okay. Da bleibt noch was hängen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist ein bisschen die Reihenfolge durcheinander gekommen, denn es gibt ja sowas wie eine Winde, an der ich mich auch noch zu begeben habe. Und die ist im Burggarten. Hier wächst ja nichts mehr. Hier kümmert sich auch keiner mehr drum. Schade. Na, gucken wir mal. Gehen wir zur Winde. Jetzt weiß ich, wie der alte Gauner Flint die Waffen aus der Burg geschafft hat. Er hat die alte Winde von unserem Burgtor benutzt, um die Waffenbündel mit Hilfe eines Seils nach unten zu befördern. Unten brauchten dann Stones Männer die Waffen nur in Empfang zu nehmen. Aber damit ist jetzt Schluss. Clever. Clever und wie feige. Das habe ich mir schon gedacht. So, dann zurück zu Herbrand. Halt, Soldat, eine Aufgabe habe ich noch für dich. Ja, was soll ich tun? Da uns jetzt das Versteck der Schmuggler bekannt ist, sollten wir die Höhle von unseren Leuten bewachen lassen. Ich habe hierzu den Ritter Gottfried und die beiden Rekruten Hinz und Kunz bestimmt. Da du der Einzige bist, der den Zugang zur Schmugglerhöhle kennt, gebe ich dir den Befehl, Gottfried und die beiden Rekruten dorthin zu bringen. Die drei warten übrigens schon auf dich im großen Burgsaal. Ja, das ist ein schönes Ende jetzt für diesen Teil. Ich bedanke mich fürs Zusehen, gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare, aktiviert das Glöckchen und ich bedanke mich für euer Zusehen. Habe ich das nicht schon mal gesagt? Okay, wir gehen dann natürlich zum Burgsaal und zwar er hier wird uns führen, aber im nächsten Teil. Mach's gut, tschüss!